Die Karibik. Traumziel unzähliger Urlauber aus der ganzen Welt. Die Windward Islands liegen im Zentrum des karibischen Inselbogens und Santa Lucia, unser heutiges Reiseziel, ist eine der schönsten. Traumhafte Buchten und Sandstrände wechseln sich mit schroffen Steilküsten und Klippen ab. Fast 800 Meter hoch aus dem Meer erheben sich die beiden zuckerhutförmigen Vulkanstümpfe Grand Piton und Petit Piton. Da sind sie also, die zwei Pitons, die Wahrzeichen von St. Lucia. Und ich werde Ihnen jetzt ein paar Eindrücke von der Insel zeigen. Unser Turn beginnt in der Rodney Bay. Durch den kleinen Kanal segeln wir hinaus aufs offene Meer nach Süden. An der Küstenformation ist gleich zu erkennen, dass Santa Lucia einst als Vulkaninsel geboren wurde. Der warme Nordostpassat lässt unsere Yacht mühelos durchs glasklare Wasser gleiten. Die Crew genießt einen traumhaften Segeltörn. Unser Ziel ist die Marigo Bay, eine der bezauberndsten Buchten der Karibik. Sie ist ein beliebter Ankerplatz für die Yachtis und dient als Basis für verschiedene Charterflotten. Beim Anfahren des Ankerplatzes sind sogleich die Boatboys zur Stelle. Sie verdienen sich etwas Geld, indem sie die Festmacherleinen an Land befestigen. Im Landesinneren herrscht undurchdringlicher Regenwald vor. In den fruchtbaren Ebenen werden vor allem Zuckerrohr und Bananen angebaut. Das tropische Klima der Insel bringt eine Vielfalt exotischer Früchte hervor. Bei den Bäuerinnen am Markt kann man sie frisch probieren. Der Markt von Castries, der Inselhauptstadt, ist am Freitag und Samstag besonders sehenswert und bunt. Das lebhafte Castries ist mit etwa 6000 Einwohnern das Zentrum der Insel. Die DMC-Gruppe verlässt die Rodney Bay im Norden der Insel und segelt nach einigen Badestops zu den Pitons. Vom Wasser aus bieten die waldgesäumten Vulkankegel einen unvergesslichen Anblick. Anschließend steht ein Bummel in Soufrière auf dem Programm. Gleich in der Nähe des Anlegesteges haben sich eine Anzahl Kunsthandwerker und Händler zusammengetan. In einer kleinen Halle bieten sie karibisches Kunsthandwerk, Textilien, Souvenirs und kreolische Puppen zum Verkauf an. Die Menschen hier sind gelassen und freundlich. Die karibische Lebensart lässt die Uhren einfach etwas langsamer gehen. Viele Einheimische leben vom Fischfang. Vom Thunfisch über Makrelen und Doraden bis hin zu riesigen Schwertfischen bietet das Meer alles, was der Feinschmecker begehrt. Östlich von Soufrière führt eine kleine Straße zu den Diamond Botanical Gardens. Dieser herrlich gelegene botanische Garten präsentiert fast alle Blumen, Früchte, Sträucher und Bäume der westindischen Inselwelt. Unser Spaziergang führt durch das kleine Regenwaldtal zum Diamond-Wasserfall, dessen Mineralwasser durch Vulkangestein auf 35 Grad Celsius aufgeheizt wird. Südlich von Soufrière kommt man zu den berühmten Schwefelquellen, die der Stadt ihren Namen gaben. Die brodelnde und dampfende Landschaft zeugt vom noch aktiven Vulkanismus der Insel. Die beste Reisezeit, um diese Perle der Karibik zu erkunden, ist von November bis April. Dann sorgt der beständige Passatwind für angenehme Temperaturen. Santa Lucia bietet seinen Gästen exzellente Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Surfen und Tauchen. Historisch Interessierte stoßen auf viele Zeugnisse der wechselhaften Geschichte der Insel. Naturliebhaber können die ungeheure Artenvielfalt von Fauna und Flora bestaunen. Kurz, Santa Lucia ist ein karibischer Traum.